Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Ja, ich habe heute mal ein sehr spannendes Commentary vorbereitet. Aber am besten schauen wir mal in die PlayStation 3 Freundesliste, um zu sehen, um was es eigentlich geht. I'm Subscriber, ich habe Engländer als Abonnent, ist ja richtig krass. Nur, das ist ein bisschen komisch, um mich zu verstehen, weil er hört ja eigentlich nur meine Stimme ohne den Inhalt. Oder er kann Deutsch, ich bin mir nicht sicher. Es geht mir eigentlich um diese Person, um dieses kleine Würstchen hier. Das denkt er, wird sich mal wichtig machen hier. Sono Vibrahimovic. So, ich habe natürlich nichts gegen sein Land oder so, sondern eher das, was er mir geschrieben hat. Und zwar Hurensohn. Was schreibt er mir das? Kann er mir das eigentlich nicht persönlich sagen? Ja, das ist, finde ich, ein bisschen komisch. Ich finde das richtig assi. Wenn Leute einfach so grundlos beleidigen. Ne, das sind einfach nur Leute, die keine Eier haben wahrscheinlich und die sich irgendwie wichtig machen wollen, irgendwie Stärke demonstrieren wollen und sich natürlich cool dabei fühlen, wenn sie einen anderen beleidigen. Ja, Ibro Mamanovic, finde ich nicht in Ordnung, ganz klar. So, das Thema Mobbing habe ich heute mal mit eingepackt und da kann man jetzt lange diskutieren, weil es ein Thema ist, wo es immer drei Teile gibt davon. Drei Teile. Drei Teile, das sind der erste Teil, das ist das sogenannte Opfer. Das Mobbing-Opfer klingt hart natürlich, das Mobbing-Opfer, wenn man sich das so hört, Opfer, zeichnet immer einen Schwachen aus, der sich nicht wehren kann. Und dann gibt es natürlich noch die ganzen Täter, die natürlich der schlimmste Teil davon sind, und die Mitläufer. Die Mitläufer, die dürfen wir auch nicht vergessen, weil wenn jemand gemobbt wird, dann gibt es natürlich immer so Idioten, die mitmachen müssen, das andere Opfer zu beleidigen. Das sind die sogenannten Mitläufer. Ja, so sieht das nämlich aus. Und diese Mitläufer, die haben wir hier auch schon auf YouTube, ne? Wenn ein großer YouTuber zum Beispiel jemanden disst, dann kommen die ganzen Abonnenten und dissen natürlich den anderen mit. Das ist auch Mobbing. Und jetzt habt ihr etwas gelernt, was viele gar nicht wissen. Dass wir alle schon mobben, irgendwie. Aber warum mobben wir eigentlich? Warum tun wir das? Ich persönlich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Menschen gemobbt. Warum soll ich das tun? Ich bin doch kein Tier oder so. Ich habe noch Werte vorgelebt bekommen. Aber es geht mir eigentlich, was ist eigentlich Mobbing? Das kann sein, dass die Leute hingehen und sagen, hey du, ja, YouTube Gamescom. Deine Kleider gefallen mir nicht. Deine Kleider gefallen mir nicht und ich finde das nicht in Ordnung, okay? Zieh dir andere Kleider an, sonst hast du ein Problem mit mir. Oder, hey du scheiß Afrikaner. Hey, warum bist du so braun? Sowas zum Beispiel. Aber das geht ja schon mal wieder in Rassismus rein. Oder du hast scheiß Schuhe an oder deine Religion passt mir nicht. Oder du scheiß Moslem. Ja, das ist auch so ein Problem, ne? Scheiß Moslem. Das ist wirklich so, dass in Deutschland auch in meinen Augen ein großer Rassismus herrscht. Und zwar einfach, die sehen zum Beispiel einen Mann mit Bart bei der Moschee und denken natürlich gleich an Terrorist. Es ist natürlich was Fremdartiges, aber wenn man sich nicht irgendwo einlässt und ein bisschen was über die Religion lernt, dann ist das doch gar nicht mal so schlimm. Ich meine, wer von euch hat denn bitte schon mal den Islam gegoogelt und um was es da eigentlich geht? Und wer da ein bisschen liest, da wird natürlich gleich feststellen, hey, das ist ja gar nicht so schlimm. Das ist ja voll easy und cool und so. Ja, auf jeden Fall, es gibt natürlich, jetzt bin ich abgedriftet von dem wahren Thema, und zwar Mobbing. Ich habe ja gesagt, man kann gemobbt werden durch das Aussehen, durch die Religion, durch das Erscheinungsbild und so weiter. Und jetzt wollte ich einfach mal von euch wissen, wurdet ihr schon mal gemobbt? Habt ihr schon mal einem Mobbing-Opfer geholfen? Wenn ihr wirklich das getan habt, dann habt ihr wirklich auf jeden Fall Stärke bewiesen. Und das zeigt, dass ihr einen coolen Charakter habt. Weil wer mobbt, der hat einfach einen schlechten Charakter. Das ist so. Und ja, das kann man auch nicht ändern. Also Leute,
Das war das Thema Mobbing. Ich habe es jetzt ein bisschen aufgegriffen von dem YouTuber JustinTV, der mir das mal geschrieben hat. Ich soll das mal kommentieren. Will mich aber nochmal hier bedanken bei vielen Leuten. Ich könnte jetzt alle aufzählen, aber ich weiß es nicht alles. Naja, das ist game.com. Dem grüße ich natürlich. Und ich grüße natürlich an den Dennosch. Moin, moin. Und wen grüße ich denn noch? Lustiger Stift vielleicht. Wen ich aber nicht grüße, das ist dieser Harvard Play. Ne? Dieser Harvard Play hat ja auch mal gesagt, als ich über dieses Erdöl-Thema gesprochen habe, kam Harvard Play zu mir: Ey, ich schlag dir auf die Fresse, wenn du sagst, du machst einen auf Gott, weil ich habe ja gesagt, jetzt spielen wir mal Gott und machen das ganze Erdöl auf der Welt weg. Also diese Leute, die gehören in den Knast, das habe ich schon mal gesagt, das sage ich ganz ehrlich. Harvard Play, der kriegt dich. Und die anderen Abonnenten, haut rein, weil es das Wichtigste im Leben ist, ehrlich zu sein und nicht grundlos zu beleidigen. Haut rein und helft den Mobbing-Opfern.